Politiker in Deutschland. Seine Sendung, das literarische Quartett, ist Kult. Herzlich willkommen, Marcel Reich-Ranicki. Ich habe Ihr letztes literarisches Quartett zusammen mit den Kollegen mit großer Begeisterung gesehen, denn es ging um mein Lieblingsbuch in diesem Sommer, Sabbatstheater von Philip Roth. Oder sagt man Philip Roth? Roth wohl. Roth ist Amerikaner, ja. Und es ist ein Buch, da geht es auf 500 Seiten, wie der Autor sagen würde, nur ums Ficken. Übertreibe ich was Falsches? Naja, es ist teilweise auch über Onanie. Auch über Onanie? Auch, ja. Für die, die das Wort nicht verstehen, sagen wir gleich Masturbation. Ja, und zwar? Man kann auch nur sagen. Ja. Nicht zu viel Fremdworte, sagen wir Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung. Von Herrn. Ja, es sind Szenen drin, in denen der Hauptdarsteller zum Beispiel das Grab seiner Geliebten, die ja auch schon 53 war, sie gestorben ist, beobachtet, wo die anderen Liebhaber, sie hat zum Teil mit 4 Männern pro Tag geschlafen, nachts kommen und auf das Grab onanieren. Ja. Das ist aber nicht jetzt eine besondere Szene, sondern das geht im Grunde im ganzen Buch 500 Seiten. Meiner Ansicht nach ist das Buch etwas zu lang. Es wird etwas Die Wiederholungen machen es etwas monoton. Das ist ein Fehler des Buches. Ja. Aber sonst hochinteressant. Es entsteht vielleicht der Eindruck, der Philip Roth ist hochdekoriert, auch für dieses Buch worden. Und es ist ja eigentlich ein Buch, wo man zunächst mal dann auch sagt, Donnerwetter, dass ein Autor sich überhaupt traut, das zu schreiben. Naja, er traut sich, das ist ja keine Selbstdarstellung. Dieser Held in dem Roman hat mit ihm selber wenig gemein. Er ist ein ganz anderer Typ. Das ist ja ein gescheiterter Mensch, der Held. Und der Philip Roth ist ein siegender, reicher Mann. Dem geht's doch fabelhaft. Der leidet, gewiss. Sonst würde er ja keine Bücher schreiben. Leiden ist das Voraussetzung für so die Voraussetzung für eine solche Literatur. Na Gott, es sind lauter ordinäre Worte, nur ein bisschen falsch übersetzt. Wenn es Englisch steht, to fuck, ist es falsch zu übersetzen, ficken. Das ist nämlich viel ordinärer im Deutschen als im Englischen. Vögeln hätte gereicht. Ja. Ein wirklich sensationelles Buch. Also ich habe es an 3 Tagen an einem Stück durchgelesen. Ja, es sind ja fabelhafte Kapitel. Aber es ist nicht so heiter alles. Das ist ja das Todeskapitel, wie eine Frau stirbt. Ja. Und das gegen Ende des Buches, das ist meisterhaft geschrieben. Das ist ein bedeutender Schriftsteller. Aber ob er den Nobelpreis bekommt, da bin ich nicht sicher, ist zu gut. Meinen Sie? Ja, das ist ganz unsicher. Für alle, die das Buch, es heißt Sabbatstheater von Philip Roth. Ja. Bei Roth findet es die Verkäuferin auch. Ja. Ja. Sie meinen, das ist eine Voraussetzung, dass man nicht zu gut ist, um den Nobelpreis zu bekommen? Naja, die ganz originellen, die ganz großen Schriftsteller bekommen es nicht. Ja. Marcel Proust hat ihn nicht bekommen, sondern Anatole France. Bertolt Brecht hat ihn natürlich nicht bekommen, sondern Hermann Hesse. Naja, auch guter Schriftsteller, gewiss, aber nicht mit Brecht vergleichbar. Also die ganz originellen, kühnen Schriftsteller, davor haben die Angst. Und die diesjährige Preisträgerin? Eben. Ist ja eine gute polnische Dichterin. Aber manche behaupten, dass der andere polnische Dichter, Herbert, der viel originellere sei. Naja, kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Sie sind ja in Polen geboren? Ja. Ja. Sprechen Sie noch Polnisch? Aber selbstverständlich, Gott sei Dank. Die Sprache habe ich noch nicht vergessen. Das ist noch wie die Muttersprache, ja? So völlig besetzt? Naja, nein. Ich hatte die Sprache schon mal völlig vergessen, als ich aus Deutschland deportiert wurde, Ende 38. Aber dann war ich in Polen der Not gehorchend und habe ich sie wieder gelernt. Und inzwischen, obwohl ich 38 Jahre in Deutschland wieder bin, habe ich sie nicht verlernt, weil ich mit meiner Frau
immer Polnisch spreche. In jedem Fall, ja? Ja. Nein, nicht, wenn andere Leute manche nur, wenn man sie streitet oder so, kenne ich, dann fallen die wieder in die eigene Sprache. Nein. Ihre Muttersprache ist Polnisch, ja. Und da sind wir dabei geblieben, da reden wir Polnisch miteinander. Merkwürdigerweise finden die Leute in Deutschland das so exotisch. Das ist ein bisschen was Provinzielles. Warum soll nicht ein Ehepaar, wenn ich mit einer Französin verheiratet wäre, würde ich wahrscheinlich mit ihr Französisch sprechen. Was ist denn dabei so exotisch? Ja, aber vielleicht, weil Polnisch halt nicht so geläufig ist als Fremdsprache. Aber, lernen Sie lieber diese Sprache nicht. Sie werden es nie schaffen. Das glaube ich. Wahnsinnig schwer. Ja, ich bin froh, wenn ich Jeska sagen kann. Ja, auch schon ganz gut. Nein, das ist eine sehr schwere Sprache. Wenn man eine slawische Sprache kann, Tschechisch oder Russisch, geht es etwas leichter. Aber sonst ist es ziemlich schwer. Ein Mann wie Sie, Sie sind ein Star, Sie sind ein Medienstar. Sie sind gefragt, Sie halten Vorträge, Frauen himmeln Sie an. Und, Ihr Wort in Gottes Ohr. Und sind Sie mit der modernen Kommunikation vertraut? Haben Sie ein Handy? Telefonieren Sie viel? Nein. Handy haben Sie keins? Nein. Ich will nicht immer erreichbar sein. Ja. Handy völlig überflüssig. Aber eins kann ich Ihnen sagen, ich schreibe nicht mit Hilfe einer Schreibmaschine, sondern eines Computers. Das doch? Ja, seit Jahren schon. Auch Laptop, wenn Sie unterwegs sind? Nein. Das nicht. Ich muss nicht unterwegs noch schreiben, das reicht schon. Ja. Jetzt habe ich gehört, Ihre Enkelin wird mehr oder weniger in Ihre Fußstapfen treten? Ist nicht ausgeschlossen. Sie ist ja noch ein junges Weib. Ja. Sie wird jetzt... Wie alt ist sie? Sie wird... Man kann sich ja hier gar nicht unterhalten, richtig? Ja. Also, sie wird demnächst 17 Jahre alt. Möglich, dass sie Literatur studieren wird, aber gewiss nicht deutsche, sondern englische Literatur. Sie lebt da in Schottland. Ja, und können Sie sich vorstellen, sind Sie ein stolzer Großvater? Nein, ich bin überhaupt kein stolzer Mensch, aber es ist ein gut gewachsenes Mädelchen geworden. Ja, sehen Sie sie denn häufig? Nein, nicht häufig, nicht sehr häufig. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, was alles sozusagen mit dem Markenzeichen Marcel Reich-Ranicki passiert? Was da, haben Sie das hier schon mal gesehen? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Sind Sie daran beteiligt? Nein, leider nicht. Das ist, es gibt auch Krawatten. Es gibt auch Krawatten. Das kann man ohne Ihr Einverständnis machen? Ja, kann man. Ja. Da müssen Sie doch eigentlich, das wird doch sicher gekauft, da müssen Sie eigentlich Tantiem kriegen, oder? Ja, bitte vielleicht verständigen Sie sich mit dem Produzenten. Ich bin da nicht der Kompetente. Sagen Sie mir noch ein klärendes Wort zum großen Thema Rechtschreibreform. Ich selber habe orthografisch ganz, ganz große Probleme. Ich schreibe mehr oder weniger nach Gehör. Ja? Ja. Braucht man das oder soll man nicht froh sein, wenn überhaupt noch Leute das Alphabet in der richtigen Reihenfolge? Nein. Alle 100 Jahre kann man mal die Rechtschreibung reformieren. Ja. Das sind nun wirklich jetzt 100 Jahre beinahe vorbei, ist 1901 geändert worden. Seit Jahren ist davon die Rede, dass sie geändert wird. Und was hatten die Schriftsteller zu sagen, die Verleger, die Akademien? Nichts hatten sie zu sagen. Alle haben sie geschlafen. Jetzt, wo es zu spät ist, protestieren sie. Heute sehe ich noch irgendein deutscher Schriftstellerverband. Sowas gibt es auch. Ja. Aber sie haben noch nie die Namen dieser Leute gehört, die da angehören, die sich da Schriftsteller nennen. Der protestiert auch. Bisschen zu spät. Die kommen alle aus dem Moostopf. Aber sehen Sie, man wird die Sache mit der Rechtschreibreform hat einen Fehler, die ganze Geschichte. Man kann nicht die Schriftsteller und die verschiedenen Leute fragen, ob sie die wollen oder nicht. Alle älteren Leute, über 60, gar über 60, ich weiß, wovon ich rede, ich bin ja auch so einer, sind natürlich gegen die Reform. Sie wollen nicht umlernen. Und dann können wir nie was reformieren, wenn wir nur die alten Leute fragen. Und das ist der Unsinn dieser Umfragen, dass man jene fragt, die sagen, ich werde noch 10 Jahre leben oder 15, ich will nicht neu lernen. Ein klares Wort zum Schluss. Ich werde es meinem Herzen bewegen. Es war wie immer ein Vergnügen. Ganz herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Marcel Reich-Ranicki. Vielen Dank.